Sind wir mittig vielleicht? Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich kann es leider nicht irgendwie hinkriegen. Ja, doch, so sieht man es ein bisschen besser. 30 Minuten Partie, nehmt euch ein Kaltgetränk eurer Wahl. Und damit geht's dann los hier, während man mich von der Seite sieht. Wen gebe ich denn weiß? Ich gebe mal dem Avantgarde, gebe ich mal weiß. Jetzt müsst ihr noch gucken, hier RV müsste doch Zug sein. C2, C4, los geht's. C7, C6. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass er keine LEDs hat. So habe ich quasi bei dieser Ansicht das Mirage-Problem, dass ich ihm auf den Kopf lesen muss. Aber ich wollte eben, dass ihr... da ist doch irgendwas. Wo ist das denn? Das ist hier neben der Enter-Taste. Von meiner Seite aus sehe ich das gar nicht. Das könnte sein, dass das von meiner Apfelschorle ist. Ja, da ist der Avantgarde überfragt. Also eigentlich könnte man einfach E2, E4 ziehen. Dann wäre das ja auch wieder Buch. Der brauche ein wenig. Avantgarde, out of book. Also ich würde einfach, obwohl auf C4, ich würde mit Schwarz ehrlich gesagt spielen, wenn der Gegner E4 spielen würde. Ich spiele C6 und er spielt dann C2, C4. Das ist ja dann auch diese Stellung. Dann würde ich E7, E5 ziehen. Das soll der beste Zug da drauf sein. Aber hier dauert das wohl noch ein wenig, bis der Avantgarde mal eine Entscheidung trifft. Ja, gefühlt ein bisschen langsamer laufen die Sekunden. B1, C3 nach etwas Überlegen. Darauf macht er dann D7, D5. Und jetzt wird sich zeigen, ob der Avantgarde Zugumstellung kennt. Ne, kennt er nicht. Ja, einfach E3 oder D4. Dann müssen wir natürlich auch spielen D4, D5, C4, C6, Springer C3. Wenn man dann natürlich macht hier Springer F3, dann ist das auch nicht so spannend. Also es wundert mich, dass er so schnell aus dem Buch rauskommt. Das war eine Falle von Ossi Weiner ersonnen gegen die Avantgarde-Geräte. Avantgarde 11 mit 76 MHz. Ist ein 68.040 oder 30? Ich weiß nicht. Dafür hat ja der Genius Pro auch mehr Megahertz. Ich sollte das doch lieber in die Hand nehmen, dann kann ich das auch muten. Kann dann abkröchen. Das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Mikro momentan nehme. Da kann mein Tüteiglas auch wieder weg hier. Das habe ich auch schon lange. Da hatte ich eigentlich viel mehr Gläser von, obwohl das so gut ist. So viele Gläser davon zu haben. Kann ja mal passieren, dass man im angesäuselten Zustand die Gläser mitnimmt. G8F6. Da weiß ich noch, da war ich früher, also das ist bestimmt, das muss in den 90ern gewesen sein, also Ewigkeiten her. Da war ich mit einem Kollegen mal eben im Tütei in Recklinghausen. Das Highlight der Stadt. G7, G6. Und ich stehe so draußen, da kommt da raus, du hast dein Bier vergessen, mit beiden Krügen in der Hand. Da hatte ich schon wieder zwei Krüge mehr. Und das ist hier, ich kann das nochmal in die Kamera reinhalten. Das ist das hier. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das Tütei. Dem Krug hier immer noch ein 0,3 Liter Krug. Ja, es ist aber nicht so, dass ich da dauernd draus trinke. Das Highlight der Stadt. So als Erinnerung habe ich das noch. Ich hatte auch noch andere Krüge, die habe ich alle verschenkt. Deswegen habe ich nur noch den behalte ich jetzt. Da halte ich mich dran fest. Aber nett gemacht, dass diese Bedruckung. Das zumindest, ich könnte mir vorstellen, Recklinghausen ist zumindest mehr los wie in Castrop hier, wo die Bürgersteige hochgeklappt werden. Hat er schon was gemacht hier? Obwohl, der Avantgarde ist ja wieder dran.
Also gefühlt ist hier, wenn ich die nebeneinander liegen hätte, dann könnte ich das ja besser machen hier. Aber gefühlt würde ich sagen, einen Ticken langsamer als echte Sekunden. Das ist aber interessant, wie einfach der F8G7, wie einfach der Genius Pro den Avantgarde aus dem Buch rausschiebt. Also da muss man nicht mit erstens A3 anfangen. Ich glaube, das war mal so ein... Also ich muss ehrlich sagen, mich würde das ein bisschen stutzig machen, wenn dieser Öffnungsexperte, den Fidelity eingestellt hat, wenn dem nichts anderes einfällt, außer erstens A2, A3. Also das würde ich doch ein bisschen sonderbar finden. Wenn er dann gesagt hätte, irgendwie eine bestehende Eröffnung, die nicht ganz so weit weg ist aus der Grundstellung, und dann das den Gegner aus dem Buch, nur um den Gegner aus dem Buch zu kicken. Sowas in der Art. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Die haben ja eher versucht, die Eröffnung so zu machen, die Theorie, wie die eingestellt haben in den Computer, der quasi Schwächen des Gegners auflegt oder aufdeckt. Also ich meine, die beiden Partien, da stand der hat beide Mephisto auch gewonnen. E8, G8. So ein bisschen gemütliches Video hier. E8. G8. Ich kann da mal ein bisschen was korrigieren hier. Ein bisschen gerader. Ich finde, er sieht optisch ja nicht verkehrt aus. Das ist halt ein... man könnte beinahe schon sagen... Mirage Renaissance Genius. Mirage, weil der Mirage auch keine LEDs hat. Renaissance wegen diesem Displaybrett, das hat der Renaissance ja auch gehabt. Hast du irgendwas gemacht hier? E1, G1. Und Genius, weil das Genius-Programm drin ist, aber das ist eine Mischung aus allem. C8, G4. C8, G4. Aber das ist als günstiger Schachcomputer, wie gesagt, ich habe da 89 € für bezahlt gebraucht. Dann muss ich aber noch das Netzteil haben. Das war 24 €. Das waren da so, sagen wir mal, 90 plus 20 sind wir bei 110, so 114 € um den Dreh rum, habe ich dann bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich da heutzutage 219 € für bezahlen würde. Also da wäre ich mir gar nicht so sicher. Da ist die Differenz einfach zum... zu wem könnte man nehmen? The King? Das gibt doch diesen The King, wo quasi, also ohne externes Gerät, sondern wo die Spieleinheit im Brett verbaut ist. Diesen The King vom Millennium. Da würde ich mir eher den holen. Bevor ich mir den holen würde. Dann hat man auch einen, der hat zwar Drucksensoren, aber G4 steht F3. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ob die Drucksensoren so leichtgängig sind wie beim Supermonial. Und zum Beispiel, da gehen die ja sehr einfach. Wenn die natürlich so schwergängig sind wie bei dem hier, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wenn die so richtig leichtgängig sind, da kann ich mir vorstellen, das ist auch ein schönes Spielen da drauf. Das ist ja auch beim Supermonial. Wen habe ich noch als Drucksensoren? Supermonial 2. Da gehen die Drucksensoren ja so wunderbar einfach, dass das beinahe ist wie normales Spielen. Das hat eigentlich, diese Drucksensoren, die haben eigentlich auch einen Vorteil. Das darf man auch nicht verkennen. Das ist, wenn du normalerweise an einem Magnetsensorbrett einen Zug machst, du machst mal jetzt nicht in dieser Stellung, ich mache nur ein Beispiel. Man nimmt diesen Bauern, überlegt mal, was könnte ich jetzt hier, macht die jetzt den hier, und dann lässt man die Figur aber nicht los, dann kann man die ja immer noch ziehen normalerweise. Dann doch lieber A4. Und bei dem Magnetsensorbrett,
Da, wenn du den schon machst, dann registriert er den Zug schon. Dann macht er schon eventuell seinen Gegenzug. Deshalb, wenn ich eine Partie spiele, das ist zwar hier berührt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch generell berührt geführt gibt. Ist ja alles schon anders geworden. D1, F3, Dame F3 schlägt. Dann kommt hier schon E7, E6. Das ist übrigens das London-Buch. Ach, kann das sein, dass das alles noch Theorie ist? Ich nehme an zumindest, Buch 1 ist London, Buch 2 ist Hayask und Buch 3 ist ohne Buch. So stelle ich mir das vor. Es ist ja eigentlich kein schlechter Schachcomputer. Das würde nur, wenn die Drucksensoren leichtgängiger wären und LEDs dran wären, dann wäre er perfekt. Da müsste man dann mal was dran machen. Er sieht ja optisch auch nicht verkehrt aus, muss man ehrlich sagen. Das optische Design ist eine schöne Sache. Diese geschwungenen Linien hier, diese Rundung und alles, diese Rundung an dem Gerät, das ist sehr schön, dass das hier quasi noch so ein bisschen den alten Mephistos nachempfunden ist. Jetzt sind die, ich meine, grün und rot sind bei den alten Mephistos, Almeria, Porteros und so, sind die andersrum. Und ich meine, der hat auch nur Falltasten gehabt. So Help und Menü, das gab es nicht. Und die Tasten gab es natürlich auch nicht. Aber das macht es ja nur einfacher an der Bedienung. C4, D5. Das ist generell kein schlechtes Gerät. Das ist halt so ungefähr wie so preisklassenmäßig, würde ich sagen, wie der Supermondial, würde ich mal sagen. Drucksensoren und so, Kunststoffgerät, das ist so ein bisschen so Supermondial-Style. Wenn man das vergleichen würde mit alten Geräten. Dann gäbe es aber kein Exklusiv-Genius, es gäbe aber kein München. So. Und das muss ja auch alles bezahlbar sein. Die machen ja nicht, die verkaufen ja jetzt nicht hier Tausende oder Hunderttausende von Geräten. Jetzt ist der Genius gerade dran hier, oder ist er noch? Genau, ich sehe gerade hier. Wenn er rechnet, dann ist ja dieses Symbol, was da rotiert. C6, D5. Ja, da geht es jetzt eher darum, dem Springer ein Feld zu verschaffen, weil dadurch, dass kein weißfeldriger Läufer mehr da ist, braucht man auch nicht unbedingt B3 Thomas. Danke. Thank you, well. Und da braucht man nicht die Diagonale. Die muss man nicht mehr öffnen. Das ist nicht mehr gegeben. Man hätte vielleicht das machen können mit dem C-Bauern nehmen, mit dem E-Bauern nehmen, aus einem einzigen Gedanken heraus, die Symmetrie zu brechen, weil die beste Art und Weise, auf Gewinn zu spielen, ist es nicht symmetrisch zu spielen. Deswegen vielleicht. So, nun ist der Avantgarde wieder dran. Ne, der Genius ist wieder dran. B3, ja, will er Lords Läufer A3 ziehen oder was hat er vor? Man weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass die Geschwindigkeit keine so große Rolle spielt hier. Er hat ja 120 MHz und der Avantgarde-Version 11, ich meine 66, 76, irgendwas um den Dreh rum. Wenn ich den auf 144 mache, dann laufen die Sekunden noch langsamer ab. Das kann ich da nicht machen. Dann laufen quasi hier für zwei echte Sekunden läuft dann eine Sekunde nur auf dem Brett hier ab. Und das ist dann ein bisschen zu langsam. D8 A5. Ja, das macht der. Ach, das ist ja der Genius. Wollte schon sagen, der Avantgarde macht mir seine Damenausflüge, Läufer B2. Er spielt jetzt zügig weiter. Die Diagonale ist ein bisschen geschlossen. Also momentan hat der Läufer, der hat wohl eher den Sinn, E5 zu blockieren, als irgendwie jetzt selber aktiv zu werden. Die Figuren übrigens, falls sich einer wundert, welche Figuren das hier sind,
Die haben mir von dem, das waren hier die hier. Die sind nicht mal ein Fall auf dem Brett. Die habe ich auf den Supermondial draufgestellt. Das ist einfach, weil das ein weiß-schwarzes Brett ist. Deswegen finde ich das besser, wenn das weiß-schwarze Figuren sind. Das sind übrigens die Figuren vom Kish und Chester. Die vom Supermondial gefallen mir auch nicht. Dieses Betongraue gefällt mir gar nicht. Deswegen eher so weiße. Das sind dann die Supermondial-Figuren, die schwarzen. Die Kish und Chester-Figuren, die haben eher so einen Glanzlack. Die sind aber... Warte mal. Ich muss nur ein bisschen meinen Stuhl bewegen, dann komme ich da schon dran. Sekunde. Das sind, ich weiß nicht, wie weit man das im Video sieht, dass die mehr so glänzen. Das, finde ich, hat da nicht so gepasst zu den weißen Figuren. Weil die weißen Figuren ja auch nicht so glänzend sind. Die haben auch die sind auch aus einem anderen Material. Deswegen ist hier bei dem einen ist hier oben der Turm so zerbröselt, hat sie Burgmauern zerstört. So, der, genau, jetzt macht er einen Zug, das ist F8, C8, wenn ich das richtig lese. F8, C8. Ja, das ist ja natürlich das ewige Duell hier. Fidelity gegen Mephisto. Das waren quasi so die Hauptkonkurrenten. Würde ich mal sagen. Zytek war sowieso Marktführer. Deswegen war es denen eigentlich egal. Novak, ja, die wollten auch nicht bei der WM mitspielen. Und was hätte es denn da noch gegeben? Zytek, Novak, sonst fällt mir gar nichts ein hier. Dann gab es ab und zu noch den Ulf Ratzmann, der dann da mitgespielt hat, aber auch ja ohne wirklich mitzuspielen. B8, C6. So, und nun muss auch der Avantgarde wieder rechnen. C3, A4, okay. Ja, hat wohl den Plan, jetzt meinetwegen auf B5, würde er wohl Springer C5 ziehen. Dann hat der Springer ein schönes Feld, da kommt er nicht so einfach wieder weg. Man muss irgendwie Springer D7 hinkriegen. Ah, es ist ja alles mit Aufwand verbunden hier, weil B7 hängt erstmal so mit der Idee. Ich weiß nicht, ob die Idee Turm C5 sein könnte, das weiß ich nicht, wohl eher weniger. Ja, Fidelity hat eben die Angewohnheit gehabt, bei wichtigen Partien, die haben die, warte, ich mach mal kurz hier. Was hat er jetzt gezogen? A5, C7. Ja, die haben einfach die wichtigen Partien nicht gewonnen, die, jetzt weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, wichtige Partien. Da war Mephisto eher zur Stelle. Das eine Mal, wo die wirklich hätten den ersten machen können, bei der ersten Computer-Olympiade, da hat Mephisto geschwächelt, also Richard Lengmann nicht damit, und das hat sich dann der Ed Schröder geschnappt. Und da war wieder Fidelity nicht am Start. Dass die entscheidenden Partien haben die einfach nicht gemacht. Das ist das Problem bei der Sache. Die haben zwar so ein paar, ja, Achtungserfolge, nenne ich es mal, gehabt, wo man dann so wo die Leute so hingeguckt haben, ah, Fidelity, ja, das hat aber gut gemacht, gegen Krabitz gewonnen und sowas. Aber nach 83, nach der WM, als sich die ersten vier den Platz geteilt haben, statt irgendwie, heutzutage wird man irgendwie zumindest dann noch sich was anderes einfallen lassen. C1, C2. Aber die waren ja damals sowieso dauernd. Ich finde, die Teilnehmer bei der WM hatten viel zu viel Einfluss auf die Mikroweltmeisterschaften. Die hätten da Leute hinstellen sollen, die das dann so planen und dass es richtig gut ist, und dann ist das so. Ja, und das war halt auch, da haben wir ja nicht immer alle teilgenommen. Novak hat da nicht teilgenommen und Zytek hat nicht teilgenommen. Dann war Fidelity hat auch nicht immer teilgenommen. Und dann war das quasi, ich weiß gar nicht, welchen großartigen Wert diese WMs da noch
da noch haben, so im Nachhinein. C7D6. Ja, sieht doch noch vollkommen gleich aus, die Show hier. Kann man doch nicht sagen. War die Stellung ausgeglichen. Beide entwickelt. Jetzt keine wahnsinnig spannende Stellung, aber das, ja, Weiß könnte jetzt die Türme verdoppeln zum Beispiel. Der Avantgarde Turm FC1 zum Beispiel. Dann geht Springer B4 natürlich nicht wegen Turm C8 spielt Schach. Dann kann er gleich wegschmeißen. Ich muss ehrlich sagen, so ein klein wenig, das ist eigentlich viel mehr die Schwäche als Material. Kunststoffbrett und so. Als die Hardware. So, Kunde, ich mach mal kurz den Zug. F1, C1. Das viel größere Problem ist, sagen wir es mal so, es ist nicht das spannendste Schach, was der Genius Pro spielt. Und das Problem ist, ich hatte das mal schon mal gesagt, das Problem ist einfach für Analysen, wenn man jetzt im Verein ist, taugt es einfach nichts, weil da kannst du dir einfach einen PC kaufen, manchmal auf Ebay einen General überholten, für 150 Euro kriegst du einen super PC da, der funktioniert auch sehr gut. C8, C7. C8, C7. Dann hast du einen guten PC, dann kaufst du doch einen günstigen Bildschirm. Dann kannst du den viel besser für Analysen nehmen als Genius Pro. Dann nutzt du dir noch Fritz 12 oder 13 oder was, muss nicht mal ein aktueller sein. Dann ist das auch schon okay. Oder holst dir Prodeo. Das ist sogar kostenlos. Mit Arena. Auf dieser Ed Schröder-Seite bekommt man das. Dann ist das auch schon vollkommen okay. Es droht übrigens Springer B5 mit Qualitätos Verlustos. Deswegen muss der Genius da was gegen machen. Und er macht. A7, A6. Ja, das ist ein bisschen das Problem bei dem Genius-Spiel ist einfach gefühlt ist das ein bisschen. Ja, wie haben die das mal ausgedrückt bei der WM von 96 oder wann? Ich weiß nicht mehr genau. Wo der Genius keine Partie verloren hat. Und ich glaube, irgendwie so ein anderes Sokrates oder whatever das war, der hat auch keine Partie verloren. Und dann meinte der Kommentator in dem Bericht, das würde einfach nicht reichen, mit einer ausgeglichenen Position aus der Eröffnung herauszukommen und dann darauf zu warten, dass der Gegner sich selber zerlegt. Das würde da nicht mal reichen, um Weltmeister zu werden. Und das ist wohl so ein bisschen das Problem. Er wartet wohl einfach darauf, dass der Gegner Fehler macht und versucht selber die Stellung im Gleichgewicht zu halten. Das ist aber auf Dauer ist das einfach zu wenig. So, der Genius ist dran, er rechnet. Also wenn ich was zu bemängeln hätte, dann wäre es wirklich, also wenn ich sagen würde, was ist jetzt geschehen, A8, C8. Ja, gebt dem Ding halt bessere Drucksensoren, E2, F4. Und LEDs, Feld-LEDs wäre natürlich perfekt. Am allerbesten wäre natürlich Magnetsensoren, Feld-LEDs. Da bräuchte man auch dieses Kompromissbrett nicht, nennen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, hatte ja der Genius exklusiv, hatte das überhaupt, dieses Brett? Das ist doch nur deswegen da, weil man auf dem Brett keine LEDs hat, um die Züge besser zu sehen. So, der Genius überlegt wieder, Genius Pro. Ich meine, das weckt natürlich auch Erwartungen, wenn so ein Gerät Chess Genius Pro heißt.
Und wenn man jetzt vielleicht von den Emulatoren her den Chess Genius kennt, den Mephisto Genius, dann fühlt sich das dann doch eher an wie ein Genius Lite. C6 B4. Ja, er forciert jetzt den Tausch. Läufer A3. So. Sagen wir mal, es ist nicht das spannendste Schach unter der Sonne, was der Genius spielt. Ja, der Springer ist jetzt gefesselt. Turm C2, Turm C2, Turm Läufer C2, was macht er denn? C8, C2. Bin ich mal gespannt, wie der mit dem ersten. Er kann ja nicht den Springer auf B4 nehmen. Das wäre natürlich totaler Bock. Dann fällt auf C1 der Turm mit Schach und dann nimmt er den Springer zurück, da kann weiß aufgeben. Auf einen Schlag beide Türme verloren. Er muss jetzt irgendwie den Turm zurücknehmen. Er nimmt mit dem Turm zurück. Eigentlich gehen die 120 Megas in Ordnung, weil das ja im Prinzip, wenn das richtig ist, was ich gelesen habe, eigentlich, was macht er? Er macht nochmal auf C2. Im Prinzip ist es ein 120 Megahertz Roma. Quasi ein Roma 32-Bit mit vielleicht ein bisschen modifiziert die Einstellung. Jetzt muss er ja schon mit dem Läufer nehmen auf C2. Läufer B4 schlägt, dann hast du wieder das gleiche Problem, Turm C1 Schach. Und dann auf B4 wieder nehmen, dann kostet das einfach den Turm. Also muss es mit dem Läufer zurückgenommen werden. Läufer C2. Ja, von der Größe habe ich, glaube ich, letztens gelesen. Der Avantgarde hat 36 cm Feldgröße. Das ist also 4 cm mehr, als der Exklusiv hat. Wäre schon einiges größer. Man müsste ja auf allen Seiten 2 cm dranhängen. Also links, rechts, oben, unten 2 cm dran. Das wäre quasi. Ich frage mich, wie breit der Rand ist. Ob das dann quasi. Ich sehe den gerade von hier aus so. Aber der Rand ist wohl breiter als 2 cm. So, der Genius Pro überlegt wieder und rechnet. Ja, sagen wir es mal so, er versucht mit positionellem Schach zu glänzen. Das scheint wohl eher ein Remis zu werden hier. Also eine nicht so wahnsinnig spannende Partie. D6, B6. Aber sagen wir es mal so. Der Genius Pro macht auch nichts dafür, die Partie spannender zu gestalten. Läufer B4 schlägt. B6, B4. Das mag ja nicht, mag ja sein, dass er nicht schlecht spielt, aber er spielt belanglos. Das finde ich viel schlimmer. Wenn er spannende Partie spielen würde, wo es richtig hoch, wo richtig heiß hergeht. Also ich sehe so ein Kraut und Rüben Fidelity Schach, obwohl das erinnert mich auch nicht an Kraut und Rüben Fidelity Schach, was der Fidelity der Avantgarde spielt. Aber auch ein bisschen unterhaltsamer, sagen wir es mal so. Das hätte dir nicht schlecht getan. Das ist einfach nur, das ist auch kein gefühlt kein aktuelles Programm für mich, vielleicht mit der Hayas-Bibliothek. Aber gefühlt ist es doch so, als ob das Programm selber von 1900, sagen wir mal, 98 ist. Das Programm, was er damals, der Richard Eng damals umgeschrieben hat für den Palm, für die kleinen Geräte, dass er das vielleicht auf Android angepasst hat und das war es dann auch schon.
Also ich weiß da auch nichts Spannendes zu erzählen zu dieser Stellung. Verschiedenfarbige Läufer, die Bauern stehen sich exakt gegenüber. Das kannst du Remis machen, das kannst du nur noch zersägen, die Stellung. Sonst wüsste ich da gar nichts zu. Das Problem ist einfach, das ist so ein Einschlafschach, was da spielt. Der Genius Pro. Das macht es so unattraktiv, gegen den zu spielen. G7, F8. Von der Spielstärke reicht mir vollkommen der Roma 2, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich so ein bisschen gemütlich gegen den Blitz und jetzt nicht unbedingt versuche, Mauer- und Bunkerschach zu spielen mit geschlossenen Positionen auf Teufel komm raus, dann macht das Spaß, dagegen zu spielen. Aber das macht auch dieses Drucksensor-Teil macht's auch unattraktiv. Das macht für mich viel mehr Spaß, auf einen exklusiv gehenden Roma 2 zu spielen, als gegen ihn. Eigentlich spiele ich, wenn ich ehrlich bin, spiele ich gegen ihn normalerweise nie. Das ist jetzt mal eine Ausnahme, den lasse ich meistens gegen andere spielen, aber selbst spiele ich kaum dagegen. So, Läufer D3. Ja, da wüsste ich jetzt nicht, wie man das auf Gewinn spielen will. Mit Schwarz. Vor allem traue ich es dem Genius Pro nicht zu, da irgendwelche riskanten Manöver rauszuholen. Allein die verschiedenfarbigen Läufer, wenn die Springer vom Brett sind, sich also irgendwie tauschen, dann ist das Remis. Es sei denn natürlich Springer A5, das ist natürlich totaler Quark. Genius Pro rechnet wieder, was er da wohl noch machen kann. Also ich hätte persönlich viel mehr Wert gelegt auf eine schöne Punktmatrix als auf so ein, ja, wie könnte man das jetzt nennen, Renaissance-Gedenkdisplay. Ja gut, das war ja auch beim Das Peinliche an der Sache ist ja nur, dass das Ganze, wait a second, he made a move, F8, D6. Er will wohl den Springer vom Brett kriegen, um dann mit Springer gegen Läufer zu spielen. G3. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den rausnimmt, den Springer. Also wenn er auf Gewinn spielen will, dann nimmt er den raus, um dann mit dem Springer gegen den Läufer zu spielen. Das kann man dann vielleicht auf Gewinn spielen. Ich habe gerade ganz den Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Ach so, das ist hier dieses Komplett-Chess-System. Da konnte man ja rechts einen Drucker ansetzen und links konnte man so ein Teil ansetzen, das hat den LCD-Display. Und das sah erstaunlich so aus wie das hier. Also man sollte doch wenigstens 2016 erwarten, dass auf diesem Brett quasi Mini-Demo-Brett ist. Mit schönen Figuren, schön dargestellt. Aber dass das so primitiv ist hier, genauso primitiv wie damals beim, das von 1980 vom Super Chess System 3, dass sich quasi in über 30 Jahren nichts getan hat technisch hier, das macht mich da ein bisschen schon traurig oder was auch immer. D6, F4, genau, er will jetzt mit dem Er will die verschiedenfarbigen Läufer verschwinden lassen und will jetzt gegen den Springer gegen Läufer machen. Das kann man dann eventuell noch auf Gewinn spielen. Ja, der Springer hätte eh keine Felder gehabt, der hätte ja eh nicht weggekonnt. So, und jetzt
Mal gucken, wie er wieder nimmt. Er kann ja eigentlich nur mit dem G-Bauer nehmen. Ich weiß gar nicht, wo man rechnet. Wenn er E-Bauer nimmt, dann fällt einfach der D4-Bauer, dann ist es schon auf dem ja, absteigenden Ast die Partie. Vor allem, was mag da drin sein hier? Das ist ja nur ein Raspberry Pi drin, da drin. Mehr ist das doch nicht. Eine kleine Mini-Platine. Das war's dann auch schon. Aber 219 Euro für dieses Gerät. Das habe ich einige Male schon zu diesem Preis auf eBay gesehen. Das ist mir ein bisschen hochgegriffen. Gerade wenn man auf eBay dann quasi in Konkurrenz mit den gebrauchten Schachcomputern steht, dann würde ich mir doch eher, bevor ich mir für 219 Euro das hier holen würde, dann würde ich mir lieber ein Exklusiv holen. Und dann später mal das Modul tauschen. Wenn das meinetwegen Exklusiv 2, ja, das kostet wahrscheinlich mehr. Ich habe für meinen 270 bezahlt. B4C3. So, die Dame wird ein bisschen aktiv hier. Vielleicht hofft der Genius sogar darauf, dass die Dame C2 kommt. Dass die Damen vom Brett verschwinden, dass er das Endspiel dann direkt mit Springerläufer spielt. König G2. Ja, was soll man da auch großartig erfinden hier? Ich frage mich, ob weiß ich das schon erlauben kann, mit dem König hin und her zu ziehen. Wie würde jetzt der Springer wahnsinnig aktiv werden? B5, A5. Na, B5 geht ja schon nicht mal dann nach. A5 stellt schon den Bauern ein. Welche Felder hätte der Springer denn? B7, B5. Mal gucken, ob der Avantgarde sich wieder selber zersägt. Ja, das ist halt, auch wenn man die gebraucht hat, diese Schachcomputer. Das ist ja, ich weiß auch nicht, ob die meinen, die Leute, die hätten, da wäre irgendwie was aus Gold dran. Irgendwas in der Art. Ich habe erst gesehen, Monte Carlo 4, glaube ich. Für was war das? 350 Euro oder sowas? Das sind wirklich sehr hohe Preise, die die nehmen. Teilweise kann man da, ich habe ein RISC-Modul-Set gesehen für 1000 Euro. Da kriege ich ein neues Gerät für. Einen neuen Schachcomputer. Da kann ich mir ein DGT-Brett kaufen. Also so eine Holzversion mit schönen Holzversionsfiguren und dann, ja, weiß ich, vielleicht ein DGT-Pi dazu. Dann hätte man eigentlich nicht diesen RISC. Vielleicht habe ich einfach die beste Zeit noch erwischt, mir die zu holen. Ich glaube, ein M4 im Sammlerzustand, die kriegst du nicht mal für 150 Euro. C3, C2, genau, er will es hier. Das Spiel, ja, direkt das Endspiel haben. So, den kann man auch sofort ausführen hier. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Und jetzt muss man halt sehen, das ist quasi eigentlich so die Marschrichtung, die bei den WMs auch hatten. Gegen Fidelity. Die haben ja die Endspiele besser gespielt. Und deswegen haben die Mephistos versucht, das. Also im Endspiel hatten die immer die besseren Karten. Und B5, B4. Ja, 2 hat erstens den Sinn, den Bauern zu blockieren. Oder sagen wir mal, hauptsächlich den Bauern auf ein schwarzes Feld zu bringen. Weil wenn erstmal Läufer D3 kommt, da kannst du weder A5 ziehen noch B4, also nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann A5, die Bauern auf die, das ist eh so ungefähr so der Plan. Die Figuren auf die anderen Felder, das ist, also wenn es ein schwarzfeldiger Läufer wäre, wären die alle auf weiß geblieben. Die ganzen Bauern hier, die könnten eventuell mal schwach werden, aber das müsste schon sehr viel passieren, dass der Läufer die dann hier alle abgrasen kann. Wie gesagt, die stellen sich auf Schwarz hier drauf, weil der Läufer ein Weißfeldiger ist. Deswegen wird das hier gemacht. Ach Mann. Läufer D3 und ich gehe mal stark von A5 aus. Der wird jetzt nicht den Bauern einstellen.
Was könnte der Plan sein? Springer D7, B6? Da müsste irgendwie erstmal der König rüberkommen. Ja, man könnte ja auf Läufer E8 könnte man ja F6 ziehen. Läufer F7, dann E5 und Läufer G8, H6 und Läufer H7, G5. Also die könnten ja alle bequem die Farbe wechseln. F6, E4. Ach, meint er jetzt, dass das Endspiel, das Bauernendspiel jetzt, dass er da besser steht? Ja, das droht der Springer C3. Und wenn der Springer C3 kommt, hast du keinen Läufer B1. Da kannst du einpacken. Deswegen tippe ich mal, wird jetzt getauscht hier. Meinetwegen F3, Springer C3, dann fällt der A-Bauer. Der Springer kann bequem nach C3 zurück. Ja, obwohl, er kann den Läufer auf A-Bauern auf A6 nehmen. Läufer A6, Springer C3. Meine Güte. Also die spannendste Partie der Welt ist das nicht. Kann der Stockfisch dagegen spielen lassen mit einem Gambit. D3 A6. Ich frage mich, ob das Endspiel so kaputt gewesen wäre. Läufer E4 schlägt. Bauer E4 schlägt. Und was will man dann machen? Da kannst du das nicht auf Gewinn spielen. Jetzt kommt wohl Springer C3, tippe ich mal. E4, C3, ja. Ist ja alternativlos quasi. Der kann ja auch keine Felder nehmen. König G3. Der Springer kommt also bequem wieder raus. Da herrscht keine Gefahr. Weiß kann auch schlecht hier, wenn der Bau erstmal weg ist, dann ist das alles blockiert. Springer A2 schlägt. Was wollen die mir denn wieder mitteilen hier? Was ist denn Wichtiges passiert in dieser Welt? Wieder was hier. Starbuck 2. Dann Twitter und. So. Läufer D3. Ja, was kann man da groß zu sagen? Da muss ich jetzt der Fidelity aber wirklich ordentlich selber zersägen, wenn er das noch verlieren will. G8, G7. F3. Ja, vielleicht würde der Fidelity gerne E4 ziehen. Das Problem ist natürlich bei solchen Endspielen, also es ist ein offenes Endspiel, aber wie gesagt, das Problem ist einfach nur, dass der Springer beliebig die Figuren angreifen kann. Da kann Weißfeldriger angreifen und Schwarzfeldriger. Und der Läufer, der ist quasi, B4 kann der Läufer zum Beispiel nie angreifen, weil er ein schwarzes Feld hat. G7, H6. Ich habe das mal geschafft. Das habe ich selber gar nicht gemerkt. Da ich gegen Kollegen aus dem Verein habe so ein bisschen geblitzt. Und da habe ich plötzlich zwei Weißfeldige. Irgendwie habe ich die Stellung dann noch gehalten und konnte mich verteidigen. Und hatte allerdings plötzlich zwei weißfeldige Läufer auf dem Brett. Da muss ich wohl irgendwie mal aus Versehen einen Läufer falsch gezogen haben. Weil ich gedacht habe, oh, der rettet ja noch. Das war noch nicht mal Absicht. Will ich niemals machen. So, der Avantgarde ist dran. Was macht er jetzt? E4? Mit der Idee auf D5 zu nehmen, kann er nicht mal angegriffen werden, der Bauer. Wenn der Läufer nach C6 kommt, kommt Springer C3 und der D5-Bauer ist einfach gedeckt.
Normalerweise wäre das eine Position, um Selbstremie anzubieten. Remis würden Schachcomputer meiner Meinung nach sowieso nur anbieten, wenn sie es könnten. Wenn sie schlechter stehen. A2C1. Ja, da geht ja jetzt nur Läufer C2 drauf. Den darf er nicht verlieren, den Bauern. Da kannst du einpacken. Läufer F1, Springer B3, Springer D2, B3, B2, B1. Da kannst du sofort einpacken. Also Läufer C2. Normalerweise der einzige Zug, den man hier hat. D3, C2. Genius Pro rechnet. Was mag er wohl machen? F6 zum Beispiel? C1, E2. Ja, aber welchen Sinn soll das groß haben? Da würde ich einfach Läufer D3 ziehen. Ich glaube, das wäre wirklich eine Stellung, da würde man... Ja, heutzutage spielen die auch alles weiter. Was ich mal ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn man so Internetpartien sieht. Jetzt nicht gerade die Großmeister, sondern wenn so ein normales Vereinsniveau, wenn die gegeneinander spielen, dass sie alles weiterspielen. Meine, mit blanken König gegen Dame, Turm, 5 Bauern spielen die immer noch weiter. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, das ist ja beinahe schon beleidigend. Vielleicht setzt er mich noch Patt. Weiß nicht, ob das Siegeswille demonstrieren soll oder hier, dass man das nicht aufgibt. Beste Springer C1, Läufer C2, dann haben wir es gleich hinter uns. F5 Schach würde ja auch nichts bringen. König H4. Was macht er? E2, C3. Okay, E2, C3. Ja, vielleicht hat der Avantgarde jetzt ja gleich seine Schwäche. Ich glaube, die Sekunden, die er da so macht, die können gar nicht so extrem langsamer sein. Weil sonst hätte er ja viel weniger Zeit verbraucht. Sagen wir es mal so. Oder sagen wir mal so, der Genius hätte dann viel mehr Zeit verbraucht. Oder weniger? Ah, ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen durcheinander. F7, F5. Piep, piep, piep. Check, check, check again. Tja. Ich habe mal irgendwo gelesen, vom Genius exklusiv wäre die Bearbeitung oder Verarbeitung nicht so gut wie vom DGT-Brett. Aber ich meine, es ist auch kein Wunder. Diese DGT-Bretter, die verkaufen sich ja viel öfter. Dass wenn man immer wenn man so Turniere sieht oder sowas, dann sind da massenweise DGT-Bretter am Start. Dann, das ist ja nicht in erster Linie ein Schachcomputer, das DGT-Brett, das ist ja ein Turnierbrett. Deswegen haben die keine LEDs. Und da ist natürlich klar, dass man, wenn sich das in der Masse mehr verkauft, dann natürlich auch mehr Einnahmen hat. Dass dieser Schachcomputer von Millennium, der ist eben nur ein Schachcomputer. Und das DGT-Brett ist eigentlich eher, das ist einfach, ja, hat dazugekommen, diese DGT-Pi. H6, H5. So, da bin ich mal gespannt. König F2. Dann wird wohl bestimmt König H4 kommen. Ich
bin mal gespannt, ob das wieder so eine Position ist, wo sich der Avantgarde selber zersägt, ob da seine Endspielschwäche zum Tragen kommt. C3A2. Also ich sehe jetzt nicht den großartigen Sinn in diesem Zug, muss ich ehrlich sagen, weil er bringt eigentlich nichts. Das ist quasi ein Abwartezug. Da würde ich einfach König G3 ziehen. Und dann? Say what? E4 bringt auch nichts, weil Schwarz gar nichts machen muss. Das wundert mich, dass er nicht König H4 gezogen hat, um weiter Raum zu gewinnen. Weil der Läufer, da muss er D3, B5, E8, H7, F7, G8. Das dauert ja ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5 Züge, bis da über den H-Bauern angreift. Oder den E-Bauern, das ist gut, das waren 2. 1, 2, eine 3. D3, B5 und dann D7. Um E6 anzugreifen. König G3. So, machen wir das mal. König G3. Genius rechnet wieder. Was könnte denn der Plan sein zu gewinnen? Was macht er denn? H7, H6. So, Läufer D3 wieder zurück. Ich will nicht dauernd das Video pausieren. Deswegen lasse ich es mal so. So, Genius Pro ist dran. G5 würde ja nur den Doppelbauern entfernen von Weiß. G5 schlägt. Springer C3. Läufer C2. Jetzt, wo dieses fantastische Springerschach kommt und dann wieder Springer C3. Springer E2 Schach, König F2, Springer C3. Ich wüsste auch nicht, was man da machen wollte, um auf Gewinn zu spielen. C3, E2, tatsächlich. C3, E2, Schachutz. König F2, einfach den Springer angreifen. Der verzieht sie wieder nach C3. Ich glaube, König F2, Springer C1 wird es glaube ich schon, na doch nicht, weil der Bauer hängt. Er kann dem Springer nicht mit Läufer B1 die Felder nehmen. Also ich rechne mit König F2. Da muss er springen. Genau. Auf König G2 hätte er einfach König H4 machen können. Springer C3, König G3 und dann können sie mal langsam Remis machen. C1. Springer C1. Okay, das droht gar nichts. Nüsse-mäßig 0. Daran sieht man aber auch, dass die Software von diesem Genius G5
jetzt in Aktualität auch nicht so aktuell sein kann. Da ist er quasi. Man müsste den ja quasi mal gegen den Genius von damals spielen lassen, gegen den Genius mit 120 MHz. Und dann mal gucken, ich könnte mir vorstellen, da gewinnt er auch nicht gegen. Da ist quasi eine, auch die Hardware ist ja nicht, das ist quasi das Einzige, was passiert ist, dass man 32-Bit-Schachcomputer für einen wesentlich günstigeren Preis bekommt wie damals. G6, G5. Das ist das Einzige, was sich getan hat. Ansonsten es ist ein 32-Bit-Prozessor, es ist ein Genius-Programm. Ja gut, der hat 120 MHz oder meinetwegen der Genius exklusiv 300 MHz. Und der Genius exklusiv, das ist natürlich der Vorteil von dem Genius exklusiv, den kann man aktualisieren. Das geht bei ihm hier nicht. Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn man den aktualisieren könnte, das Programm. Das heutzutage eigentlich ja Standard, dass man sowas aktualisieren kann. Das würde ihm wirklich gut tun, wenn man das machen könnte. G5 schlägt. Ja, den sollte doch wohl da schon der Bauer nehmen. H5, G5, also er spielt jetzt endgültig auf Remis hier. Das ist immer schon zum zweiten Mal, dass ich das feststelle hier, dass er auf Symmetrie spielt. Also das ist schon eine traurige Angelegenheit, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man hier hätte auf Gewinn spielen wollen, dann hätte man wohl mit dem Bauern genommen. Man muss die Symmetrie brechen. Aber das Einzige, was der Genius macht hier, ist die Symmetrie herbeiführen. Erst mit C schlägt D5 und jetzt mit König schlägt G5. Das ist wirklich, das ist zu wenig. Du musst auch ein bisschen den Drang auf Gewinn spielen haben. Und das hat er anscheinend nicht. Das ist hier einfach hier ein soßiges auf Remis spielen. G5, F6. Ich glaube nicht, dass da noch was passiert hier. Da kann man ja beinahe schon F3, F4 ziehen. Und dann, weil man könnte eigentlich schon Remis machen. Der König kommt ja auf der Damenseite gar nicht rein. C4, A4 ist beides in der Hand des Gegners. Da hat er nichts zu holen. Auf E5. Ja gut, E5 wäre noch eine Idee. Deswegen vielleicht F4 mit Weiß jetzt. F3, F4, dann geht kein E5. Sonst könnte man eventuell versuchen, E5 zu spielen, aber mit der Idee, dass man sich das vielleicht nicht ganz so sehr leisten kann, nichts zu machen. H3, H4. Es tut sich nichts, es tut sich nicht. Vielleicht warte ich da einfach zu viel. Jetzt kaputt. Hä? Weiter geht's. So. F6, E6, E5. Auch merkwürdig. Ich habe damals mal die Wii verkauft. Und jetzt hat er mich angerufen, indem ich die verkauft habe. Er würde keinen finden, der die zu schätzen wüsste. Jetzt würde ich die zurückbekommen, die Wii. Dann habe ich die Spiele auch wieder. Super Mario Galaxy 2 und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele dabei waren. D4, E5. D4, E5. Jetzt langsam wird's interessant. F4, König E4, König F2, König D3,
König F2. Das ist das Geschäft, wo ich damals mal gearbeitet habe. Dieses Restaurant. Ich weiß nicht, ob die wirklich das nun wieder wie ist. Oder ob die fragen wollen, was ich so mache. Die brauchen Personal. Möchtest du wieder für uns arbeiten? Ich meine, ich warte eher darauf, dass die sich mal melden. Die wollten, wenn die was haben, wo ich jetzt anfangen will, dann wollten die sich melden, dass ich dann anfangen kann. Ist erstmal 20 Stunden pro Woche. Und dann meinten die vom Arbeitsamt, aber dann wäre ich auch drin in dem Job. Das wäre von der Stadt, wäre das. Da warte ich die ganze Zeit schon drauf. Hat schon jemand die Zeit überschritten hier? Ja gut, der hat ja die Pause gerade nicht mitgemacht für das Telefonat. Läufer C2. D4. Das war interessant zu sehen, ob er das vielleicht jetzt doch noch im Endspiel gewinnt. E3 schlägt D4. Schach, König, D2. Was macht er denn? D5, D4. Dann wäre das quasi die Phase. E4. Genau, keine Kompromisse, einfach E4. Was ist denn jetzt nach D3? D3, da Läufer zieht weg nach B1. König D4. Man darf dem Springer aber auch nicht auf Dauer die Felder nehmen. D3, das ist jetzt so quasi die Phase, wo Fidelity schwächelt, das Endspiel. Der Läufer muss weg, König D4. Läufer D1. Kann ich den sogar in Zugzwang bringen? Wenn ich jetzt König D4 mache, welche Felder hat der König denn dann noch? Ja, der Läufer hat keine Felder mehr. Nach König D4. Da muss schon der König ziehen. D3, D2. Ach, der König kommt da gar nicht ran. Das nächste ist jetzt König D4, C3, B2, irgendwie sowas. König F1. Dass der sogar meine Telefonnummer hat, wundert mich. Weil ich ja eine andere Nummer habe. E5, D4. Man weiß es nicht. E5, D4. F1, F2. Ich weiß gar nicht, wie spät wir das jetzt überhaupt haben. Meine Güte. Weil auf den Aufnahmebildschirmen steht das ja nicht. König C3, das ist pleite, der hat es verloren. Der hat es geschafft, der Fidelity. E5. Ja, komm, Springerschach einfach. Springerschach, der Bauer ist weg. Und geholfen hat es nichts. Das ist tatsächlich so, dass der Genius Pro das wie bei der WM damals macht. Springer D3 Schach, der König muss zur Seite, Springer E5 schlägt, C1 D3, das ist wohl langsam auf dem absteigenden Ast jetzt hier die Partie. Dann König E5 schlägt, das ist überraschend, da kann er die Wii nicht mehr verwenden. Und jetzt bekomme ich die Konsole, die ich ihm geschenkt habe, wieder verkauft habe, wieder zurückgeschenkt. Die Spiele wären vielleicht ein bisschen wichtiger, dieses Mario Galaxy 2, obwohl, ja, das Galaxy spiele ich gar nicht mehr so gerne. E3F1. E3F1? Warte mal, E2F1, meine Güte, ich bin so gut. Ich bin so toll. Ich bin der Lippo hier, jawohl. Ja, und jetzt kommt Springer D3, dann kommt der König wieder nicht ran, dann kommt Springer C1, Springer B3 schlägt. Das ist total verloren, ist das.
Der Avangard hat es tatsächlich geschafft, das Endspiel noch zu zersägen. E5, C6. König E2, dann kommt Springer A5, H5. Ja, man müsste den irgendwie austempieren, dass der König quasi weg muss von den Bauern, von E2 wieder nach F1 und dann schlägt er den Bauern auf B3. Und da sieht man wieder, wie ich schon gesagt habe, der Springer kann mehr angreifen als der Läufer. Der Läufer ist machtlos gegen alles, was auf den schwarzen Feldern steht. Jetzt macht er schon H5. Das macht es aber auch nicht besser. Jetzt kommt Springer nach, ja, Springer C6, König E2. Springer D4 würde ich dann eher machen. Springer nach D4, dann geht da gar nichts mehr. Springer D4. Erstaunlich. Das ist wirklich Endspielschwäche vom Avangard. Er hat E2 nicht mehr für den König. Das heißt, wenn B3 fällt, dann hat er zwei Freibauern. Dann ist es dann endgültig Ende. Aber aufgeben, glaub nicht, dass der Avangard aufgibt. Schade, dass man in dieser DOS-Box nicht den STRG 11 und 12 machen kann. F1 geht's, das ist natürlich jetzt total Selbstaufopferung. Das jetzt. Er sieht ein, dass es kaputt ist. Er kommt da gar nicht rein in die Stellung am Königsflügel. Er kann ja nicht nach G4, er kann nicht nach G5. Die beiden stehen auf Schwarz. Jetzt nimmt er einfach auf B3 weg. König B2, der kann einfach rangehen an den Läufer. Ja, ist erstaunlich. Das gewinnt der Genius Pro jetzt nicht wegen der Geschwindigkeit, die er hat. Ich glaube, das Endspiel ist einfach besser. Das hieß ja damals schon, die Mephistos, also die Richard Lenk Schachcomputer, würden die Endspiele besser spielen als die Sprackling-Geräte. Dann haben die Sprackling-Geräte einfach immer im Endspiel verloren. Ja, Läufer E2, eigentlich kann man das jetzt auch sein lassen. Der wird jetzt einfach geschlagen, dann holt man sich eine Dame. Springer E2 schlägt. Das würde mich nicht mal wundern, wenn hier jetzt eine Mattanzeige kommt hier vom. Aber ich habe das ja nicht vor mir liegen. C1, C2, soll das ein Witz sein oder was? Jetzt lobt man den noch wegen des guten Endspiels, jetzt macht er so einen Crap hier. Ja gut, er bringt ihn in den Zugzwang, aber wieso nimmt er eigentlich einfach den Läufer und holt sich da eine Dame mit Schach? Das ist so viel einfacher. Da muss er nach F2, Dame F2 Schach, da muss er auf die Grundreihe, da kann man bald schon matt ansagen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Springer E2, König E2, D1 Dame. Was willst du da machen? Da kannst du F2 ziehen, König, Dame F2 Schach. So, mal kurz ausführen. Ja. Bom, bom, bom. D4 E2. Jetzt nimmt er den. Wahrscheinlich wollte er ihm das Feld D3 nehmen. Wobei geht ja auch nicht. Das hat er ja gar nicht. Aber das ist einfach das. Die Endspielkenntnisse sind einfach besser. So, Dame. Können wir mal ganz kurz die Dame auch hinstellen hier. Dann müssen wir ihm mitteilen, dass es eine Dame ist. So hat er es verstanden. Ja, und jetzt einfach. D1, H1. Mal auf Info drücken hier. Info. Matt in 4. König E2. Sieht das auch? Ja, ich sehe da nichts. H1, G2. Sonst sagen die ja unter Umständen auch selber das Matt an. C2, C3. Ja, er gibt ihm jetzt noch ein Feld.
Und dann geht er auf D2 Matt, König D1. Ja, da muss irgendwie ist die Geschwindigkeit langsamer, weil G2 F1, ja, ist auch matt. Weil der Genius Pro auf dieser Uhr immer noch Zeit hat, während umgekehrt er quasi auf dem Genius Pro auf der Uhr schon längst auf Zeit verloren hat. Ja, was soll man sagen? Schachmatt, das war einfach das schwache Endspiel. Das war das Problem vom Avantgarde, genau wie damals auch. Da war der Springer wirklich im Vorteil. Ich habe gedacht, das wird Remis werden. Interessanter, dass er es noch gewonnen hat hier. Der Genius Pro, einfach der bessere Endspielspieler in dieser Partie. Und ich bedanke mich für das Interesse und ist ein längeres Video geworden. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, dem das Video oder diese Partie gefallen hat, der gesehen hat, der Genius Pro hat gute Endspielkenntnisse, besser als der Avantgarde. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.